Willkommen bei Goals Before, meine Freunde. Ja, heute nochmal ein Video zur Waffenrechtsverschärfung. Und zwar wollen wir heute mal über die Situation von Gastschützen bzw. überhaupt Interessenten sprechen, die am Skisport teilnehmen möchten. Und wie sieht denn in Zukunft oder soll in Zukunft die Gesetzesänderung dahingehend aussehen? Welche Möglichkeiten haben wir überhaupt noch als Verein, Gastschützen willkommen zu heißen und bei ihrer Hobbyauswahl zu bestärken oder denen die Möglichkeit zu geben, erstmal zu schauen, ob es überhaupt was für sie ist oder nicht. Wenn euch das Video hinterher gefallen hat, lasst mir wie immer ein Like und ein Abo da und auch die Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn es Neuigkeiten aus der Szene gibt. Ja, gerade jetzt in der Zeit der hochkochenden Waffenrechtsverschärfung. Okay, wir schauen mal, was die Waffenrechtsverschärfung uns denn in diesem Fall zu bieten hat. Wir machen es wie immer. Ich blende euch die entsprechende Passage aus dem Referentenvertrag ein. Wir sprechen das zusammen durch und dann werde ich da nochmal meine Meinung zu sagen. Und wir fangen jetzt einfach mal mit dem ersten Teil an. Hier haben wir mal die Vorgabe Nummer 6, nämlich den Nachweis beim Betreten eines Schießstandes nach § 27 Absatz 2a des Waffengesetzes. Personen, die auf Schießstände gehen wollen, müssen eine waffenrechtliche Erlaubnis oder bei erlaubnisfreien Waffen, da bitte darauf achten, der Begriff erlaubnisfreie Waffen, für später nochmal, ein Nichtzutreffen eines Waffenverbotes nachweisen. Im zweiten Fall, also um den Nachweis zu erbringen, dass kein Waffenverbot vorliegt, müssen Bürgerinnen und Bürger bei der Waffenbehörde einen Nachweis beantragen, welcher ein Jahr lang gültig ist. Ausgehend von 1,35 Millionen Sportschützen und Schützinnen, wovon schätzungsweise die Hälfte regelmäßig Skistände besucht, nach dieser Rechnung hier wären das 700.000, ist wiederum anzunehmen, dass die Hälfte nur erlaubnisfreie Schusswaffen nutzt. Klammer auf, 51,4% der bei verurteilten beschlagnahmten Schusswaffen sind erlaubnisfrei, Klammer zu. Sodass 350.000 Personen nachweisen müssen, dass kein Verbot vorliegt. Von den 700.000 Besucherinnen und Besuchern wird angenommen, dass sie 40 Mal im Jahr einen Schießstand aufsuchen, was insgesamt 28 Millionen Besuchen im Jahr entspricht. Ja, was soll uns das sagen? Für mich ist das einer der bis jetzt noch der verwirrendsten Punkte in der Waffenrechtsverschärfung. Nämlich, weil nirgendwo hier, zumindest nicht in den 48 Seiten, darauf eingegangen wird, was eine erlaubnisfreie Waffe in Zukunft ist. Man könnte jetzt davon ausgehen, ist doch ganz klar, Armbrüste zum Beispiel. Ja, aber die Armbrüste sind in Zukunft ja auch erlaubnispflichtig. Wir werden aber gleich nochmal sehen, dass der Gesetzgeber da etwas konkreter wird, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, fehlen da ganz enorm wichtige Angaben zu. Und wir werden uns die gleich auch anschauen. Aber im Vorfeld möchte ich schon mal sagen, ich persönlich halte es dafür extrem wichtig, da auch mal eine klare Regelung vorab schon mal zu präsentieren, was erlaubnispflichtig sein soll und was nicht. Weil ihr werdet mir gleich wahrscheinlich recht geben, dass das sehr, sehr verwirrend ist und eigentlich alles und nichts sein kann. Ja? Und deshalb schauen wir uns jetzt mal den zweiten Punkt an, was der dazu sagt. Das erlaubnisfreie Schießen auf Schießstätten wird durch die neue Regelung auf die aufgelisteten Schusswaffen, deren Spezifikation bzw. Kaliber beschränkt. Jetzt schon mal generell so die Frage vorab, bevor wir weitermachen. Wo sind die denn aufgelistet? In den 48 Seiten nicht. Weder Waffen noch Kaliber. Hierdurch soll den Gefahren, die mit dem uneingeschränkten Gebrauch von Schusswaffen außerhalb von Schießstätten einhergehen, Rechnung getragen werden, insbesondere was das Trainieren und die Fertigkeit mit sogenannten halbautomatischen Schusswaffen anbelangt. Ja, also hier haben wir mal wieder die Halbautomaten mit im Boot. Ja,
Nehmen wir erstmal nur diesen Teil. Ja, da kommt gleich noch ein dritter. Aber ich lese mir das jetzt nochmal durch. Ich habe schon tausendmal gemacht, aber irgendwie finde ich da die Grundaussage nicht. Das erlaubnisfreie Schießen auf Schießstätten wird durch die Neuregelung auf die aufgelisteten Schusswaffen, deren Spezifikation bzw. Kaliber beschränkt. Ich finde in den ganzen 48 Seiten weder Schusswaffen noch Kaliberangaben. Und das ist das, was ich vorhin sagte. Ich halte das für essentiell wichtig erstmal. Wenn ich eine Entscheidung treffen will, muss ich doch sowas auch schon mal sehen. Ja? Also, wenn ihr da Informationen habt, vielleicht weiterführende Informationen in schriftlicher Form mit einer vernünftigen Quelle, dann seid so nett, packt es unten in die Kommentare. Wir gucken jetzt nochmal diesen Absatz weiter. Hierdurch sollen die Gefahren, die mit dem uneingeschränkten Gebrauch von Schusswaffen außerhalb von Schießstätten einhergehen, Rechnung getragen werden. Jetzt frage ich mich doch, worüber sprechen wir jetzt da? Also es hört sich ja so an, als wenn ein Teil von uns regelmäßig seine Waffe außerhalb des Schießstandes benutzt. Ja? Oder will man hier unter den erlaubnisfreien Waffen, was allerdings auch völliger Blödsinn wäre, jetzt Schreckschusswaffen zählen? Und uns erzählen, dass da Leute mit Schreckschusswaffen auf dem Schießstand trainieren gehen. Ja, was auch nicht zulässig wäre aufgrund der Munitionsortung. Aber spielt keine Rolle. Ja, also ich finde da keinen Sinn drin in diesem Absatz. Und dann eben noch insbesondere, was das Trainieren und die Fertigkeit mit sogenannten halbautomatischen Schusswaffen anbelangt. Ich verstehe nicht. Ja, macht mich schlau. Bitte macht mich schlau. Also diesen Absatz, ich kann da gar nichts mit anfangen. Wir gucken uns aber jetzt auch nochmal den dritten Absatz an, was der gesagt oder was dazu gesagt wird. Die Einschränkung gilt nur für Personen, welche über keine waffenrechtliche Erlaubnis verfügen. Gleichzeitig werden die Belange und Interessen der Jagd-, Sport- und Schießsportvereine sowie der Brauchtumsschützen an der Nachwuchsgewinnung hinreichend beachtet. Das Schießen mit anderen als den genannten Waffen ist nur noch Personen möglich, welche entweder Inhaber einer waffenrechtlichen Erlaubnis sind oder über ein sogenanntes Negativstat, das heißt ein Nachweis, dass sie nicht mit einem Waffenverbot nach § 41 belegt sind, verfügen. Beides ist durch die betreffende Person, dem Inhaber der Schießstätte oder der aufsichtsführenden Person nachzuweisen. In Bezug auf ein Waffenverbot ist das Schießen Personen nur dann gestattet, wenn es von der Reichweite des Verbotes nicht umfasst ist. Personen, die mit einem Waffenverbot nach § 41 Absatz 1 belegt sind, ist das Schießen mit Waffen nach Satz 1 Nummer 1 verwehrt. Personen, die mit einem Waffenverbot nach § 41 Absatz 2 belegt sind, ist das Schießen mit Waffen nach Absatz 1 Nummer 2 verwehrt. Ja, da steht jetzt viel, aber so richtig aussagekräftig ist es auch nicht, oder zumindest für mich nicht mit Logik nachzuvollziehen. Auf der einen Seite wird gesagt, es wird, was die Nachwuchsförderung von Vereinen zum Beispiel angeht, da in der Sache Rechnung getragen und das soll eben förderlich dafür sein. Aber nochmal, nirgendwo ist beschrieben, welche Waffen erlaubnispflichtig sind und welche nicht. Ja? Grundsätzlich stellt sich mir eine Frage jetzt. Wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass diese Waffen hier nicht genau definiert werden, auch die Kaliber nicht genau definiert werden. Aber jetzt nehmen wir mal die Situation eines Gastschützen. Ich soll ja generell als Schießstandbetreiber jetzt schon hingehen, wenn jemand kommt, und soll mir ja sämtliche Unterlagen, private Haftpflichtversicherung und was auch immer vorlegen lassen. Das ist auch in Ordnung. Aber was mache ich denn jetzt, wenn jetzt ein Gastschütze entweder in meinen Verein auf die Schießstätte kommt und sagt, ich möchte mal bei dir schießen, habe aber keine Waffenbesitzkarte, also keine waffenrechtliche Erlaubnis. Der fällt jetzt ja unter Umständen auch erstmal darunter. Ich gehe jetzt mal davon aus, wie gesagt, wir haben hier nichts an Waffen oder Kalibern definiert.
Und solange ich diese Definition nicht sehe, kann ich die jetzt auch nicht anders beurteilen. Aber was ich jetzt sage, ist eine Vermutung. Wobei ich noch nicht mal glaube, dass das wirklich so richtig ist. Aber aufgrund der Tatsache, dass ich keine Informationen aus den 48 Seiten entnehmen kann, stelle ich die erstmal so in den Raum und würde da gerne eure Meinung zu wissen. Also, ihr habt einen Gastschützen oder ihr seid Schießstandbetreiber und ihr habt jetzt jemanden, der eben als Gastschütze mal reinschnuppern möchte. Muss ich von dem jetzt erwarten, dass er mir ein Testat vorlegt, dass er nicht mit einem Waffenverbot belegt ist? Wenn das der Fall wäre, dann hätten wir ein Riesenproblem. Ja, weil dann wäre die Geschichte mit der Nachwuchssicherheit auch blödsinnig hier in diesem Artikel. Weil es nicht zumutbar ist, einem Interessenten klar machen zu müssen, du musst dir erstmal eine Bescheinigung holen, dass gegen dich kein Waffenverbot vorliegt. Weil, sind wir doch ehrlich, dieses Testat sich besorgen zu können, das dauert Wochen, wenn nicht Monate. Ja, weil das ja auch wieder ein zusätzlicher Punkt ist, der aber auf den ganzen Verwaltungsapparat letztendlich noch oben drauf gehauen wird. Ja. Und bei einem sind wir uns, glaube ich, alle einig, bei allen Videos, die im Moment von einschlägigen Kanälen da kursieren, ja, und namhaften Kanälen, dass der ganze Bürokratenaufwand doch jetzt schon nicht zu schaffen ist und auch zukünftig, wenn so eine Verschärfung kommen würde, gar nicht zu stemmen ist. Und dann kommen solche Sachen noch oben drauf. Also unterm Strich, wie soll es denn aussehen? Soll der Gastschütze jetzt oder auch das Vereinsmitglied, was auch wichtig ist, das Vereinsmitglied, was noch innerhalb seiner Wartezeit ist, also noch gar keine Waffe beantragen konnte, ja, sondern nur einfach Mitglied ist, gilt das für den unter Umständen denn auch? Muss der auch eine Bescheinigung vorlegen, dass gegen ihn kein Waffenverbot vorliegt? Weil was unterscheidet ihn denn von dem Gastschützen? Doch eigentlich nur die Tatsache, dass er Mitglied in einem Verein ist. Aber er hat weder eine waffenrechtliche Erlaubnis, selbst wenn er eine Waffensachkunde hat, wird das auch in der Situation erstmal nichts ändern. Das ist also ein Punkt, der für mich völlig daneben formuliert ist, weil mehr sagt das dieser neue Entwurf auch nicht. Das sind nur diese drei Absätze, die wir uns jetzt angeschaut haben, wobei ich einen Absatz noch unterteilt habe, weil er sonst zu lang gewesen wäre. Also es gibt eigentlich nur zwei Hinweise darauf in den 48 Seiten, wie in Zukunft mit Gastschützen oder Vereinsmitgliedern, die noch keine WBK haben, die ja eben auch zu der Personengruppe gehören, weil es wird klar gesagt, wer keine waffenrechtliche Erlaubnis hat, für den gilt die Geschichte mit der Bescheinigung, dass kein Waffenverbot gegen ihn vorliegt. Ja, also muss ich das normale Mitglied ja auch zu diesem Personenkreis zählen, wenn es noch keine eigene WBK hat. So, und da soll mir mal einer erklären, wie das dann denn funktionieren soll. Meiner Meinung nach ist dieses Thema hier mal gar nicht berücksichtigt worden. Und ich halte das für mindestens genauso gefährlich, schlimm, wie die Geschichte mit den Halbautomaten, die ja schon unausgegoren ist. Aber die Geschichte, die wird ja auch relativ am Ende der 48 Seiten präsentiert. So nach dem Motto, da hat schon keiner mehr Bock gehabt, überhaupt was zu schreiben, aber komm, den Rotz, den packen wir da auch noch eben mit rein, ja, und formulieren da mal eben was zusammen, dengeln uns da was zusammen, was völlig völlig realitätsfern ist. Aber vielleicht bin ich da ja auch wieder mal zu dumm. Ja. Deswegen würde mich mal interessieren, was ihr zu der Meinung sagt. Oder welche Meinung ihr dazu habt. Und vor allen Dingen, vielleicht liegt dem einen oder anderen ja da was anderes vor. Ja. Vielleicht hat der eine oder andere Zugang zu dieser Liste an Waffen oder Kalibern, die uns in Zukunft erklären sollen, was erlaubnisfrei und erlaubnispflichtig ist. Mir hat es sich nicht erschlossen in diesen 48 Seiten. Deswegen bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Und das soll es erstmal gewesen sein. War, glaube ich, auch schon schlimm genug. Ja. Wenn euch das Ganze gefallen hat, was heißt gefallen, wenn ihr mit den Informationen was anfangen konntet, lasst mir bitte ein Like da, lasst mir ein Abo da, wie immer. Bleibt gesund und munter und lasst uns weiter kämpfen. Haltet die Ohren steif. Nochmal mein Aufruf. Nutzt den Briefgenerator unter anderem des VDBs.
damit wir die ganze Geschichte irgendwie gemeinsam bewältigt kriegen. Nochmal, bleibt gesund und munter, passt gut auf euch auf und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Thank you.